Kampf im Donbass geht weiter. Das gilt sowohl für den Beschuss von Donetsk durch Regierungstruppen als auch für die Angriffe der Rebellen auf das nahezu eingeschlossene Debaltsewo. Der östliche Vorort Tschernuchino wurde von ihnen eingenommen. Diese Aufnahmen stammen direkt von einem russischen Reporter, der mit den Rebellen dort einrückte. Die Eroberung ist ein deutliches Zeichen, dass die Rebellen den Belagerungsring nun enger ziehen. Auch von mehreren eingenommenen Checkpoints der ukrainischen Streitkräfte in dieser Gegend berichten unabhängige ukrainische Medien. Besonders tragisch ist, dass sich in Tschernuchino noch etwa 500 bis 800 Zivilisten aufhalten sollen, die zwischen die Fronten gerieten. Wie bereits in Uglegorsk, einen durch die Rebellen eroberten westlichen Vorort in der letzten Woche, nahm laut einer Meldung der ukrainischen Online-Zeitung Timer die ukrainische Armee auch Tschernuchino dennoch unter Feuer schwerer Artillerie, nachdem sie es räumen musste. Dass es weder Strom noch fließend Wasser im Kampfgebiet gibt, gehört zur furchtbaren Normalität für die Menschen dazu. In Tschernuchino fiel der Strom laut Timer bereits am 10. Januar aus. Die Bewohner rechnen offenbar auch mit einer baldigen Eroberung von Debaltsewo selbst. Die ukrainische Armee hätte es bereits abgeschrieben. Auch von den Regierungstruppen werden Offensivaktionen berichtet, aber keine Eroberungen gemeldet. Mit jedem weiteren Vorrücken der Rebellen wird auch der Streit größer, ob nun bei einem Waffenstillstand die Demarkationslinie vom September oder die aktuelle Front die Truppen trennen soll. Weder die Rebellen noch die Ukrainer werden auf den zwischenzeitlich eroberten Bereich auch nur vorübergehend verzichten wollen. Aus dem ostukrainischen Hinterland der Regierungstruppen wie Charkow wird wachsender Widerstand gegen die laufende Mobilmachung berichtet. Die Online-Zeitung Mariupol Schissen schreibt, man müsse 2000 US-Dollar bezahlen, um dem Kampfeinsatz in der Nachbarschaft auf Regierungsseite zu entgehen. Eine legale Verweigerung des Kriegsdienstes gibt es nicht.